Nachts im ICE. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transimbled 5, Folge 3. Jetzt ist es fast Zeit für die Heimreise. Es fehlt nur noch das letzte Stück bis Frankfurt Hauptbahnhof, bevor Sie Ihren Zug auf den Nebengleisen parken können. Ja, das ist, glaube ich, das vierte Szenario, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Auf der Strecke Kinzigtalbahn Frankfurt-Fulda im ICE TBF 411. Und wir sollen als erstes mal die Fahrgäste einsteigen lassen. Das tun wir natürlich. So, wir machen die Führerstandsbeleuchtung, brauchen wir, glaube ich, nicht zu Spitzensignal, aber wir brauchen auf jeden Fall noch die AFB und die Z, Zugsicherungssysteme. So, dann würde ich sagen, sind wir glatt abfahrbereit. Bremsen sind gelöst. Können wir kurz uns überzeugen, ob die sind auch soweit eingeschaltet. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein hübsches Foto. Und dann schauen wir mal, wie dieses Szenario hier sich darstellt. Also sind wirklich zum Teil sehr interessante Szenarien dabei, wenn man sich das mal so ein bisschen durchliest. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, auf geht's. Ach, die AFB habe ich noch nicht erhöht. Das ist es. Das ist es so. Befreien. So, um 21 Uhr sollen wir dann in Frankfurt sein. Fahr die schön in den Sonnenuntergang rein. Einfach herrlich. Wunderschön. Wunderschön. So, und so Abstellszenarien, die liebe ich ja sowieso. Und am Ende dann noch in die Abstellung fahren kann. So, nach wie vor 45 bzw. 40 km Geschwindigkeitsbeschränkung. Das wird sich jetzt, glaube ich, auch auf absehbarer Zeit nicht ändern. Die wahrscheinlich auch noch mal quittieren dürfen. Nee, doch nicht. Aber jetzt kommen gleich die höheren Geschwindigkeiten von 100, 110 und dann 130. Wenn wir so ein bisschen aus dem Kurvenbereich und aus dem Bahnhofsbereich raus sind. So, jetzt können wir uns befreien. Dann können wir auf 60 schon mal beschleunigen. Wunderschön, wunderschön. Das wollte ich jetzt eben nicht. Na egal, jetzt mal im Zug drin. Das ist jetzt ja, wegen der Brücke hier. Ach, wir dürfen 130, dann tun wir das auch.
Wunderschön. Ich glaube 150. Dann auch gleich 160. So, dieser Zug hat eine höchst zulässige Vmax oder eine Vmax von 230. Schneller darf der ICET nicht fahren. Aber das wurde ja auch am Anfang schon im Trainingszentrum deutlich gemacht, dass der zwar der langsamste ist, aber dafür kann er sich halt neigen. Und das macht ihn dann doch schon wieder wertvoll für solche Strecken. Oder am wertvollsten, sagen wir mal so. Der kann die Kurven dann auch mit höherer Geschwindigkeit durchfahren, während andere ICEs da etwas abbremsen müssen. Und das braucht er natürlich eben nicht. So, das sieht nach einem RE aus. So, 12 Kilometer noch, was haben dann? Genau, dann sollen wir Vollbremsung. Wahrscheinlich müssen wir dann den Führerstand wechseln, genau. Und fahren dann andersrum. Sicher müssen wir ja, ist dann, backen Sie den schlafenden Fahrgast auf. Geil, das sieht doch richtig nice. Dass wir den Führerstand wechseln müssen, ist logisch, weil Frankfurt ja ein Kopfbahnhof ist, macht Sinn. So, 11 Kilometer noch bis Frankfurt, einem der schönsten Bahnhöfe, die in Deutschland überhaupt zu finden sind, finde ich. Neben so vielen anderen, Hamburg, München, Berlin, alles wunderschöne Bahnhöfe. Also das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht oder wie ihr das so seht, aber ich sehe das so. Wunderschön, wunderschön. So, es muss ein bisschen langsamer werden hier. Das kommt von den ganzen Außenaufnahmen, habe ich nicht auf den Streckenmonitor geachtet. Haben wir denn die Neigung auch jetzt eingestellt? Ja, oder? Ja. Jetzt haben wir es eingestellt. Das haben wir nämlich. Das müssen wir dann doch manuell machen. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das geht per Knopfdruck. Aber das ist dann wohl nicht so.
Ja gut, wenn man das weiß, dann weiß ich das jetzt. Wunderschön. Der ICET mit der Neigetechnik. Wisst ihr denn, wozu das T im ICE steht? Könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ach schön, wunderschön. Oh, um Gottes Willen. Ja, diese Außenaufnahmen, das wird mir immer noch mal zum Verhängnis. So schön das auch ist, aber man muss dann doch schon ab und zu mal den Blick auf den Streckenmonitor haben. So, dann fahren wir leicht verspätet in den Frankfurter Hauptbahnhof ein. So, 80. Dann gleich 60. So, da wären wir in Frankfurt bei beginnender Dämmerung.
So, dann öffnen wir links die Türen. Gut gemacht. Gehen Sie durch den Zug, um zu prüfen, ob auf dem Weg zum anderen Führerstand alles in Ordnung ist. Sehr gut, das machen wir. So, sollen wir vorher noch irgendwas erledigen hier oder können wir sofort aufstehen? Stellen Sie das Führerbremsventil auf Vollbremsung. Das habe ich mir nämlich gedacht. Den sollen wir auf Ausstellen. Gehen Sie durch den Zug. Gut, dann tun wir das. Gehen Sie durch den Zug. Gehen Sie weiter durch den Zug. Wecken Sie den schlafenden Fahrgast auf. Sieht so aus, als wäre die Fahrt für diesen Fahrgast ein wenig zu ruhig gewesen. Versuchen Sie, ihn aufzuwecken. Dann machen wir das. Entschuldigen Sie vielmals, ich bin eingeschlafen. Sind wir in Frankfurt? Ja, wir sind gerade angekommen. Sind Sie so weit, dass Sie den Zug verlassen können? Hoffentlich wird hier keine weitere Person ein Nickerchen machen. Ja, das hoffe ich auch. Scheinen alle ausgestiegen zu sein jetzt. So, wie geht's weiter? Gehen Sie durch den Zug. Ja, würde ich ja gern, aber irgendwie kann ich jetzt nicht mehr laufen. Doch jetzt wieder. So, sind alle ausgestiegen auf jeden Fall jetzt. Das ist sehr gut. Bereiten Sie den Führerschein für die Fahrt zum Nebengleis vor. Das tun wir. So, den nach vorne verlegen. Türen verriegeln. So, genau, dann würde ich sagen. Wir können loslegen. Und zwar fahren wir jetzt ans andere Ende des, beziehungsweise jetzt ans Nebengleis. Wir machen mal auf 25, würde ich sagen. Da kriegt ihr das. Mach mal 30. So, los geht's. Wunderbar. Wunderschön. Ist jetzt auch nicht so weit weg. Vorne ist das schon.
steht schon an RE abgebügelt. Gute Arbeit heute. Danke für Ihre Hilfe. Wäre schön, wenn wir jetzt noch abrüsten könnten, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich denke, dass sich das jetzt hier beenden wird. Genau. Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung haben wir diesmal ein bisschen höher gehabt. Aber naja, dafür war es ein sehr schönes Szenario, finde ich. Ein schönes, kurzes, knackiges Szenario. Was man so für zwischendurch mal spielen kann, nachts im ICE, also nicht nachts im Museum, sondern nachts im ICE. Wir haben Platin erhalten, das freut mich umso mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, habt noch eine schöne Zeit. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Servus. Und tschüss.